Am 25. November präsentiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal Wetten, dass. Bislang hielt man sich mit Details zu der ZDF-Show zurück. In seinem Podcast rutschen dem Moderator nun aber einige Namen heraus. Offenburg, in rund einem Monat erwartet TV-Fans ein ganz besonderes Highlight. In Offenburg findet am 25. November die letzte Wetten, dass. Ausgabe mit Thomas Gottschalk, 73, statt. Der Moderator wird sogar ganz alleine durch die Show führen, ohne seine bisherige Unterstützerin Michelle Hunziker, 46. Über die Gäste, die bei dem Abschied auftreten werden, wurde bereits wild spekuliert. Jetzt verplappert sich Gottschalk sogar höchstpersönlich und verrät, wer in seiner Show dabei sein wird. Thomas Gottschalk verrät, Helene Fischer und Shirin David bei Wetten, dass. Im Podcast Die Supernasen plaudert Thomas Gottschalk mit Mike Krüger, 71, über Künstler wie Otto Waalkes, 75, die nun überraschend mit Rappern zusammenarbeiten. Prompt fragt Krüger daraufhin, und das macht jetzt Helene bei dir mit Shirin David? Anstatt sich in Schweigen zu hüllen, bestätigt Gottschalk tatsächlich, ob sie rappt, weiß ich nicht, aber ich weiß, sie treten auf. Shirin David, 28, und Helene Fischer, 39, scheinen somit gemeinsam bei Wetten, dass, zu performen. Und damit nicht genug? Der Kultmoderator nennt sogar noch weitere Namen. Ich weiß auch, dass sie an Apache dran sind, der ja nachweislich nicht im Fernsehen auftritt, für Wetten das. Aber vielleicht eine Ausnahme macht. In diesem Fall sei er sich aber noch nicht sicher. Der Rapper Apache 207, 26, könnte aber sehr wahrscheinlich bei ihm auf der Bühne stehen. Thomas Gottschalk macht Hoffnung auf internationalen Superstar bei Wetten das. Wie gewohnt wird, Wetten, dass, aber bestimmt auch wieder mit internationalen Hochkarätern auftrumpfen. Im Moment kommt Cher, spoilert Thomas Gottschalk im Podcast und betont, sich mit Kommentaren über ihre Beauty-Ops zurückzuhalten, um sich keinen Ärger mit der Sängerin einzuhandeln. Offenbar wird aber noch weiter an der Gästeliste gebastelt. Einen Korb musste Gottschalk schon hinnehmen. Samuel Koch, 36, sagte für die letzte Wetten, dass Ausgabe ab.